gucken, wo wir rauskommen. Ob wir zu der Anlegestelle unten kommen. Finde ich witzig. Jonah, ich bin bei Unuratu. Oh gut, Edsley will mit dir reden. Mutter, wir schicken Verstärkung. Soll ich Uchu helfen oder mit der Ableckung Boden erobern? Du hast das Sagen, solange wir getrennt sind, Edsley. Traue deinem Instinkt. Okay, warum musste Lara erst da runter? Und Unuratu da oben? Sie rutscht einfach da rüber und tschüss, ne? Oh, da drüben ist er noch. Und ich darf keine anderen Waffen benutzen, außer den Bogen. Oh, ist das ein... ist das der Durchgang quasi? Ja, gut, da hoch komme ich nicht. Dann, da lang. Tschüss, Unu. Ratu. Tschüss. Viel Spaß beim Baden. Da. Ja, Unuratu macht da unten oben auch ein bisschen noch weiter. Dafür habe ich nicht genug Platz. Hat halt schon auch ein paar alles voll. Kämpfergene, wa? Nicht mehr tragen. Ich muss da rüber, glaube, ne? Ja. Schau mal erstmal, was hier ist. Bisschen Zeugs kann ich ja. Die da haben ja schon irgendwie auch. Werden markiert, also muss man sie irgendwie aufmachen können, ne? Ja gut, ich schätze mal dann wohl doch von hier aus. Warum sind wir nicht mit ihr gleich rübergekommen? Das macht irgendwie keinen Sinn. Ja, vielleicht sollte ich doch hier lang. Sind das böse Jungs? Wollt ihr mich veräppeln? Veräppeln! Nein, Lara ist tot! Nein! Ja, ich kam mir aber gerade ein bisschen veräppelt vor. Weil ich den einen, der da war, nicht runterziehen konnte und der andere irgendwie die ganze Zeit nur darauf war, mich zu entdecken. Ja, jetzt funktioniert das. Ja, tschüss. Gehen wir. Den Lappach. Da drüben blinkt, da ist ein Überlebensversteck. Ja, komm, warum so zimperlich sein? Schauen wir uns hier erstmal noch um. Hier ist doch noch was. Guck mal, da ist auch noch was. Da könnte ich möglicherweise von hier aus... Ne, warte mal. Gehen wir mal über diese Brücke rüber. Da ist doch auch noch was. Komm. Da ist noch ein Zugang zu dem Gefängnis. Ah, das muss dann dieser Zugang sein. Sie haben mehrere Standorte in ganz Südamerika. Ich wünschte, ich hätte diese Karte schon früher gefunden. Dann hätte ich direkt nach Paititi gehen können. Vielleicht. So, eine Karte mit dem Zeugs hier. Und wir haben da drüben noch ein paar Dokumente. Und hier zwei Dokumente. Eins davon ist das hier. Wir haben uns wie befohlen nach Khan begeben, um nach dem Verräter Andres Lopez zu suchen. Begleitet werden wir von einer Gruppe einheimischer Krieger, denen wir am Ufer des Golfs begegneten. Sie waren kurz zuvor von einem Sklavenschiff entkommen, nachdem dieses in einen Sturm geraten war. Unsere Begegnung verlief zunächst angespannt, doch schon bald kamen wir zu einer Übereinkunft. Die Krieger willigten ein, uns durch den Dschungel zu begleiten, wenn wir dafür einen Abstecher zu einigen anderen Außenposten machen würden, um weitere ihres Volkes zu rekrutieren und sie vor der Sklaverei zu bewahren. Wir fanden diese Bedingungen annehmbar und machten uns schon bald auf den Weg. Alfonso Ricci, Trinity Orden.
Lopez, war das nicht der Typ, der das Ding vor ein paar hundert Jahren gestohlen hat? In einheimische Gewänder gekleidet betraten wir die Stadt. Diejenigen, die gesund genug waren, sich uns entgegenzustellen, begegneten uns mit Speeren. Wir verneigten uns und sagten ihnen, Kukulkan hätte uns geschickt, um die Stadt von der Krankheit zu befreien. Wir versorgten die Oberhäupter der Stadt, sowie jene, die uns der Rettung würdig erschienen, mit Salben und Medizin, begruben die Toten und spendeten den Sterbenden Trost. Nach und nach gewannen wir das Vertrauen der Leute und schon bald verließen sie sich auf unsere Hilfe. Ja, das ist eigentlich das, was man gut machen kann, ne? Den Leuten einfach Hilfe geben und dann haben sie Vertrauen. Hier kann man sich überall verstecken, cool. Notwendig ist es halt nicht. Ne? Das waren die letzten. Im Moment. Wir müssen schnell zur Oberstadt. Du gehst vor. Moment mal, die hat sich weit weg angehört. Also ist es wahrscheinlich schon drüben. Auch guck mal. Von der anderen Seite kann man es aufmachen und dann sind wir hier unten. Was uns natürlich nichts bringt, aber wir können den da mal lesen. Es beschreibt etwas in der Nähe. Ein vormals wilder Krieger, aufgestellt zur Warnung. Ich fiel aus seinem Mund und liege nun zu seinen Füßen. Ja. Hey, guck mal doch einfach mal hier unten. Vielleicht ist hier unten was. Ich fiel aus seinem Mund und liege zu seinen Füßen. Ja, und tatsächlich, hier ist es. Das könnte nützlich sein. Ja, Monolithschatz gefunden, hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier da unten das Ding aufzumachen. Hat sich gelohnt. So, hat sonst noch irgendwas hier? Ja, Moment mal, wir hatten doch irgendwo. Ich gehe noch mal kurz hier so hin. Irgendwo hatte man doch eine Anlegestelle gesehen, da unten. Von. Da kommt man von da drüben aus hin. Ja. Ansonsten, da drüben, gab es da nicht auch noch irgendwie eine... Ja, da ist auch noch eine Brücke. Und da ist auch noch was. Mal schauen, ob wir da noch irgendwann hinkommen. Jetzt allerdings erst einmal hier rüber. Na, da drüben steht sie, ne? Honorato, ja. Gut, du gehst jetzt da lang. Dafür habe ich nicht genug Platz. Das juckt mich nicht. Ich gehe jetzt mal kurz nochmal hier lang. Und schaue, ob ich dieses eine Teil da kriege. Ich weiß jetzt auch nicht so ganz. Ich weiß jetzt nicht so ganz, ob ich hier wieder zurückkomme. Jawohl. So, komme ich da wieder so zurück? Oh nein! Das war nix. Aber das Ding habe ich trotzdem eingesammelt. Egal, wo ich jetzt wie spawne. Ah ja, hier bei Honorato. Honorato hat mich gerettet. Und wo ist jetzt noch dieses andere? Ich muss jetzt aber auf jeden Fall einmal noch schön hier lang gehen. Ich meine, da hat's doch was. So, das muss so gehen. Oh, so. Ich bin nämlich mega gespannt, was hier wohl sein mag. Dafür habe ich nicht genug. Na, warte mal, hier hat's doch irgendwo geblunken, mega. Da ist es. Dann holen wir uns das mal und dann schauen wir mal, was hier sonst noch so ist. Oh, da ist ein Durchgang. Ja, dann nehmen wir diesen Durchgang und gehen durch. Ich will wissen, was da ist. Da Krypta. Krypta. Ich komme. Verdammt!
Verdammt! Ja, typisch. Aber wir sind diese Krypta, die ist hier. Und da muss auch ein Dokument sein irgendwo. Da ist es. Kukulkan verlässt Paititi bei Neumond. Kukulkan kehrt mit anderen Fremden bei zunehmendem Mond zurück. Sie streiten sich. Am nächsten Morgen bricht die gesamte Gruppe jetzt besserer Dinge in ihren Obsidianvögeln auf. Okay. Whatever. Ein finsteres Willkommenskomitee. Ja, das gucke ich mir jetzt gleich mal genauer an. Aber erst nochmal hier das. Die Opfer wurden den Göttern dargebracht. Sie verließen die Städte und wanderten durch die Provinzen, bis sie lebendig begraben wurden. Ja. Gut, das ist echt ein finsteres Komitee. Alter, wo haben die ganzen Toten her? Und... Wupp! Ja, bei dem Sarkophag sind wir dann schon mal. Das ging schnell. Hätte ich es nicht erwartet. Ach, die ganzen Toten. Sind das alles Rebellen oder was? Überreste. Einen anderen Ausgang. Irgendwelche Beinschienen. Jawohl. Ja, du brauchst einen anderen Ausgang. Das ist sicher. So, das müsste dann die vierte jetzt gewesen sein. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Herausforderung abgeschlossen. Über Tote spricht man nicht. Oh, hi. Nein, ich springe nicht drüber. Es gibt keine XP für... Nö. Und hier hinten kann ich auch durch. Okay. Komische Dinger. Dokument. Mord, Tod. Diebstahl fremder Feldfrüchte, Tod. Diebstahl fremder Häute, Tod. Müßiggang, Rasur des Kopfes. Kämpfe, Entschädigungszahlungen. Trunkenheit in der Öffentlichkeit, Steinigung. Ausnahmen, Feierlichkeiten oder Personen über 70. Auf Anordnung des Kultes von Kukulkan. Ihr übertreibt ein bisschen, ne? Auch nur ein bisschen. Ein kleines bisschen. Möge Kisbi Lebensmittel, Vorräte und Annehmlichkeiten in Hülle und Fülle für uns bereithalten, sobald wir die jenseitige Welt betreten. Schauen wir mal, was hat sie jetzt sonst noch? Da ist ein Durchgang, ja, der komischerweise gar nicht markiert wird beim Q-Drücken. Das ist interessant. Einmal noch drumherum rumrennen und dann... Können wir da durchgehen? Wie vorsichtig Lara sich da immer durchdrückt, Mann. Oh, Hallöchen, eine Grube, meine feigespickte Grube. Und gleich wieder ein Messer, das hier eine Falle auslöst, die ich nicht auslösen möchte. Jetzt muss ich mich da ewig langsam durchquälen. Ja. Möglicherweise. Ja. Vielleicht. Ist das egal? Was passiert da? Oh, da geht es zu. Und das auch. Ja, was auch immer. Vielleicht haben wir da jetzt einfach irgendwas verhindert, dass irgendwas da reinkommt. Aber ich glaube, wir haben uns einfach nur zwei Möglichkeiten geschaffen, da hochzukommen. Ich
können doch hier noch weiter klettern, oder? Okay, offensichtlich nicht. Dann werde ich wohl hier lang müssen. Oh, nee. Komme ich irgendwie wieder zurück zu diesem... Aua. Dann eben ganz nach unten. Ich wollte eigentlich auf die Kiste zurück. Aber die Kiste wollte nicht. Schade. Macht mich traurig. So. Machen wir doch erstmal diese ganzen Dinger hier zu. Da ist nur irgendwo eins. Momentan sehe ich nichts. Dann wollen wir auch mal weitergehen. Weiter klettern. Und hoffen, dass wir da jetzt durchkommen. Schauen wir mal. So, das ist zu, das ist zu. Mehr hat's da nicht. Ja gut, dann hoppla. Hier entlang. Ja, ganz schön langwierige Angelegenheit hier hoch zu klettern. Ja gut, dann jetzt hier lang gehen soll. Hoppla. Das sind wir. Und was haben wir hier sonst noch? Kann man das kaputt machen? Hä? Da hat's auch noch mal was zum Klettern. Warte mal, ich glaube, ich bin hier noch gar nicht weit genug oben. Ich muss da noch rüber. Aber das Gold hier, das kann man natürlich trotzdem mitnehmen. Wenn wir schon dabei sind, ne? Hui! Hui! Und ab geht's nach oben. Da ist noch eine kleine Öffnung. Aber wir gehen hier lang. So. Zack. Und dann landen wir. Wo landen wir? Hier. Wo diesem Bild, das wir schon uns angeguckt haben. Und müssen gucken, dass wir da wieder hochkommen. Nee, warte mal. Ah, da bin ich vorhin runter. Das heißt, ich muss noch woanders einen Ausgang finden. Geht hier was? Nö, hier geht nichts. Hm? Hier will ich nicht nochmal runter. Nein, 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 nein. Hier kam ich gerade her. Aber wie komme ich wieder raus? Probieren wir es mal hier lang. Ist das wieder so ein Ding? Tatsächlich. Oh, das ist so ein bisschen mehr ausgeklappt. Gut. Klettern wir hier entlang. So, und dann werden wir wahrscheinlich erstmal Uluratu folgen. Nicht da lang. Nein, mein bestes Fräulein. Hier. So. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da wieder rüberkommen. So. Weil ich erst dachte, dass man da vielleicht zu dieser anderen Brücke kommt. Hat sich nicht bewahrheitet. Schade. Aber da oben ist ja auch noch was. Hier geht's nicht weiter. Definitiv nicht. Gut, dann müssen wir mal schauen, wie wir hier wieder zurückkommen.
Wahrscheinlich so. Ja. Dann gehen wir so zurück. Ich dachte eigentlich auch, das war schon alles. Genau. Dann ab zu Onorato. Und... wie sie sofort losstürmt. Und ich erst nochmal woanders lang gehe. Oh, hoppla, was haben wir hier? Ich würde ja zu gern... Da wird mir so ein Grab angezeigt. Ah, das ist... Dürfte vielleicht das hier sein. Definitiv, das ist es. Ja, hallöchen. Ja, Onorato, da musst du noch ein bisschen warten. Ah, hoppla. Ja. Kabel, du kommst hier lang. Ja, gut. Dann ab in die Tiefe. Ab in die Tiefe und hier lauern bestimmt gleich wieder irgendwelche bösen Viecher. Zwischendurch immer wieder... Hm? Bisher echt nichts. Ich gehe mal fast davon aus, dass diese beiden Überlebensverstecke hier unten drin irgendwo sind. Hier sind ganz normale Fische. Hm. Da kann ich schon wieder Luft holen. Ah. Ja, ich bin den beiden Überlebensverstecken ja schon ganz nah. Ah. Nochmal gucken. Ja, die müssen da irgendwie so ein vielleicht. Gut. Da geht's ja noch weiter, also. Kann ja noch was kommen. So, erstmal hier. Ach komm, nimm mal erstmal das hier mit. Das scheint eine Art primitive Skulptur eines Menschen zu sein. Ja, ich würde sie als Götzenbild bezeichnen. Die anderen Dinge halt auch so sind, ne? Ja. Ich glaube, ich mach mal kurz dahin